Ich werde sowas von das Schiff beschädigen, ne? Ich sehe das schon. Achtung, Achtung! Jetzt wird's wieder heiß und fertig! Heute bei Fresh Angezockt spielen wir Transocean 2 Rivals, was mir netterweise von Astragon Entertainment zur Verfügung gestellt wurde. Und ja, das wurde mir nicht nur zur Verfügung gestellt, ich habe auch noch einen zweiten Key bekommen. Am Ende des Videos gibt es deswegen ein Gewinnspiel zu diesem Spiel. Ich darf's auch, ich glaube, oh, wie viel vor Release darf ich zocken? Auf jeden Fall viel. Ich bin natürlich ein Kerl, meine Firma heißt Fresh Price. Ich glaube, eine Woche vor Release ist das aktuell. Nehmen wir das Logo hier, das sieht cool aus. Die Farbe ist ungefähr meine Logofarbe auch. Deswegen passt das. Es geht im Singleplayer und es geht im Multiplayer. Tutorials gibt es nur in der Kampagne, deswegen machen wir erstmal den Singleplayer. Und die Kampagne natürlich. Spiel die Geschichte von Transocean 2 Rivals. Phönix aus der Asche. Ich habe auch dazu einen netten Brief bekommen. Wo dann nochmal mehr oder weniger die Geschichte erklärt wurde. Shipping Company, hätten Sie den Olymp der Reeder ganz für sich allein gehabt? Da haben Sie die Rechnung ohne neue und alte Rivalen gemacht. Sehen Sie nun, was aus Ihnen wurde und stellen Sie sich der Vergangenheit und der neuen Herausforderung. Okay, das werden wir doch machen. Wir haben Ziele, mindestens 20 Aufträge fristgerecht abliefern, mehr fristgerechte Aufträge als alle Gegner abliefern, 10 Millionen mehr als der Gegner auf dem Konto haben. Also als alle Gegner. Starten wir doch mal. Ein renommierter Reeder meldet Insolvenz an und verliert alles. Gerüchte um geschmierte Anwälte, Saboteure und Piraten wollen nicht verstummen. Doch wer hat sie dem Reeder auf den Hals gehängt? Reedereiberater Patrick Holstein hinter Gittern. Investorin Megan R. Boyle spielt mysteriöse Rolle. Der Beginn eines Rachefeldzugs? Renommierter Reeder nach der Insolvenz. Rückzug nach Alaska. Beschauliches Leben als Schlittenhundführer. Das traurige Ende eines Tycoons? Mhm. 5 Monate später. Hallo. Ich weiß, Sie kennen mich nicht, aber wir haben einen gemeinsamen Freund. Ich bin Patricia. Die hat mir auch den Brief geschrieben. Ich bin so froh, Sie endlich gefunden zu haben. Das Bild dazu könnt ihr auf Twitter sehen. Patrick aus dem Knast zu holen. Sie sehen es vermutlich als unmöglich an, da Sie die Kaution niemals bezahlen können. Nicht mehr ohne Ihre Reederei. Doch ich bin nicht ohne einen Plan zu Ihnen gekommen. Ohne einen guten Plan. Ich habe mich die letzten Monate in die gesamte Reedereiwirtschaft eingearbeitet und alles gegeben, aber alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche Sie. Gerade wenn die Gerüchte stimmen, dass diese Boyle Patrick hinter Gitter gebracht hat. Ich habe einen Kredit aufnehmen können, den wir für Ihre Reedereigründung benutzen können und mit dem Geld ein Konto eröffnet. Sind Sie dabei? Ich flehe Sie an. Also für Patrick, ne? Okay, Sie wohnen gerade in Anchorage? Dann platzieren wir Ihr Hauptquartier auch genau dort. Klicken Sie diesen Hafen einmal an. Machen wir doch mal. So sieht also Ihre neue Heimat aus? Ein guter Rückzugspunkt. Doch in nächster Zeit werden Sie erstmal vermehrt in Ihrem Hauptquartier sitzen müssen. Hier rechts ist der Bauplatz dafür. Klicken Sie mal darauf. Na, das nenne ich doch mal ein nettes Büro. Das sieht echt schön aus. 10 Millionen Euro sind ja auch gar nicht so viel dafür. Auf dem Gebrauchtmarkt habe ich ein Schiff ergattern können, aber es ist bei weitem nicht das Beste. Ein Feeder-Containerschiff ist es leider nur. Feeder sind übrigens die kleinsten Containerschiffe. Die können in alle Häfen einlaufen. Größere Schiffe können das nicht. Okay. Gut, dann suchen wir mal Aufträge für das Schiff aus, ja? Das ist der erste Schritt, um die Kaution für Patrick zusammenzukriegen. Die kann fucking 10 Millionen... Einführung ins Spiel bekommen? Ja, will ich gleich, aber die kann fucking 10 Millionen... Kredit aufnehmen, aber nicht 25 Millionen, um die Kaution zu bezahlen. Wo hat die 10 Millionen? Öffnen Sie die Kredit. Auftragsliste, indem Sie auf den Umschlagplatz hier und das hier ist die Auftragsliste. Hier sehen Sie alle Aufträge, die es im Moment in okay. Anchorage gibt. Das war schon bei Transocean normal so, glaube ich. Ich habe das, glaube ich, auch gespielt. Diese Firma möchte zum Beispiel folgende Ware verschiffen. Textilgüter. Es geht um dieses Volumen in Toy, die ein bestimmtes Gewicht in Tonnen hat. Ein Toy ist ein 20-Foot-Equivalent-Unit. Das ist die Standardeinheit für einen Container. Solch ein Container ist übrigens immer 6 Meter lang und 2,5 Meter hoch. Okay. Für diesen Auftrag zahlt die Firma Ihnen folgende Prämie, wenn Sie die Ware abliefern. Wir nehmen natürlich den Unteren, oder? Um zu prüfen, ob ein oder mehrere Aufträge auf das Schiff passen,
Gehen Sie mit der Maus über einen Auftrag oder wählen Sie Menü. Okay. Um das Ziel eines Auftrags auf der Karte anzuzeigen, gehen Sie mit der Maus über einen Auftrag. Um die Fahrzeit, den Termin und den Treibstoff kümmern wir uns später. Suchen Sie nun erst einmal ein paar Aufträge aus und nehmen Sie sie über den Button darunter. Nehmen wir die beiden, oder? Das passt doch. Um die Fahrzeit, den Termin und den Treibstoff Okay, wir nehmen die beide. Suchen Sie nun erst einmal aus und nehmen Sie sie über den Button. Das sind 600 Toys, wir haben 800. Tonnen passen auch. Und nach Los Angeles wäre halt ein bisschen komischer. Deswegen Aufträge aufladen. Wenn Sie die Aufträge wirklich annehmen wollen. Klar. Der Transport ist dann verpflichtend. Enttäuschen Sie den Kunden nicht. Machen. Aufträge später zu stornieren ist mit einer immensen Strafzahlung versehen. Wunderbar, Ihre ersten Aufträge. Na, spüren Sie das wohlige Gefühl schon wieder? Nö. Hier sind die beladenen Aufträge nun aufgelistet. Okay. Wenn einer der angenommenen Aufträge ausgewählt ist, ist auch dessen Zielhafen als Fahrtziel eingeloggt. Ist ein Ziel eingeloggt, können Sie Ihr Schiff direkt zum Ziel. Wir brauchen mindestens 10, aber wir nehmen 15. Und da fährt das Schiff dahin. Schauen wir es uns doch mal an. Kehren Sie zur Weltkarte zurück. Ah, da macht es sich auf den Weg. Hier unten links haben Sie eine Übersichtsliste über Ihre Schiffe. Im Moment natürlich nur eine. Hier sehen Sie den Treibstoff und Zustand des Schiffs, den Start und das Ziel, die Geschwindigkeit und die Restdauer der Fahrt. Sie können die Geschwindigkeit hier auch noch während der Fahrt ändern. Okay. Ein Tipp: Dasselbe Fenster öffnet sich, wenn Sie direkt auf Ihr Schiff auf der Weltkarte klicken. Cool. Wunderbar. Ihre erste Fahrt nach vielen Jahren. Fühlt sich toll an, nicht wahr? Oh ja, endlich wieder Schiffe fahren. Kann man das auch beschleunigen? Hier oben. Hallo, ich wollte mich einmal vorstellen. Clark Masterson, Masterson Inc. Ich habe gesehen, dass Sie auch eine Reederei gegründet haben. Tja, hast du gut gesehen. Nun, in diesem Gebiet ist meine Reederei führend und ich habe nicht vor, etwas daran zu ändern. Sie denken, Ihre Reederei hat das Zeug mitzuhalten? Lassen Sie es uns herausfinden. Klar, wir sind die Meister. In der Wüste, von wegen Anfänger. Pah. Sie sind den Aufgaben doch gewachsen, oder? Zeigen Sie diesem Clark Masterson, was eine Hake ist. Easy peasy, lemon squeezy. Ich habe unsere Ziele notiert, die wir erreichen müssen, um dieses Kapitel erfolgreich abzuschließen. Das sind dieselben wie vorher, ne? Gibt es genau drei Ziele. Ja. Erreichen Sie eines? Für all diese Ziele haben Sie... Restzeit 119 Tagen. Schließen Sie das Menü nun wieder. Das schaffe ich. Ahoi, Ihr Schiff ist nun im Zielhafen eingelaufen. Die Meldung dazu finden Sie hier oben links. Hier sehen Sie eine Auswertung dieser Fahrt. Auf der ersten Seite wird der Gewinn oder der Verlust zusammengefasst. Dies ist die eingefahrene Prämie minus angefallene Schleppergebühren minus gezahlte Konventionalstrafen. Mhm. Cool. Schleppergebühren müssen in jedem Hafen gezahlt werden, sind aber nicht in jedem Hafen gleich hoch. Konventionalstrafe fällt nur an, wenn ein Auftrag zu spät abgeliefert wurde. Um Termine. Ja, das passiert uns doch nicht. Auf der zweiten Seite sehen Sie noch ein paar Details. Schauen Sie sich in Ruhe um und Prämien, Schleppergebühren sind angefallen, Treibstoffverbrauch natürlich. Die Aufträge haben wir abgeliefert und dann geht's nicht mehr weiter runter zum Hafen. Hier sind wir wieder im Hafen, in dem Ihr Schiff liegt. Unser Schiff hat durch die Fahrt natürlich Treibstoff verbraucht. Tanken wir doch einmal nach. Klicken Sie dazu erst auf das Schiff im Hafen. Und nun klicken Sie auf den Treibstoff. Links sehen Sie den hiesigen Treibstoffpreis im Vergleich zum weltweit niedrigsten und höchsten Preis. Das geht. Überlegen Sie gut, ob es sich wirklich lohnt, bei einem hohen Preis voll zu tanken. Das kann man sich gönnen. Und an diesem Regler stellen Sie ein, wie viel Sie tanken wollen. Machen wir mal voll das Ding, ne? Öffnen Sie nun die Auftragsliste wieder, indem Sie auf den Umschlagplatz klicken. Auftragsliste. Ein weiterer wichtiger Punkt eines Auftrags ist die Entfernung zum Zielhafen. Um den Termin kümmern wir uns danach. Okay. Ihr Schiff würde zum Beispiel in den hier angegebenen Tagen. Im Fachjargon sagt man auch ETA zur Ankunftszeit. Die Estimate. Auch der verbrauchte Treibstoff hängt von der Geschwindigkeit ab. Der Treibstoffverbrauch steigt auch. Okay, das können wir alles. Wählen wir erstmal Verträge aus hier. Wenn ich die beiden... Achso, der ist dann zu schwer. Moment, dann nehme ich den doch nicht, sondern den. Weil der ist doch...
besser, 535.000. Und dann nehmen wir den, ne? Dann könnten wir theoretisch noch andere nehmen, aber das lohnt sich nicht vom Hafen her. Deswegen nehmen wir Pfennig. Aufträge aufladen. Und hier bitte einmal wieder unterschreiben. Und über den Button zum Ablegen schicken Sie Ihr Schiff wieder direkt zum Ziel des ausgewählten Auftrags. Weltkarte. Kommen wir zu guter Letzt zu den Terminen. Jeder Auftrag hat einen. Was wäre er ohne ihn? Okay. Sie können die Auftragsliste auch über diesen Button von der Weltkarte aus öffnen. Wenn der Termin sehr knapp ist oder das Schiff zu langsam fährt, kann es sein, dass der Termin nicht eingehalten wird. Wie? Das machen wir doch immer. Sie müssen dann eine Konventionalstrafe pro Tag Verspätung zahlen. Diese wird angezeigt, wenn Sie mit dem Mauszeiger über die Prämie gehen. Okay. Je knapper der Termin ist, desto höher ist aber auch die Prämie. Wie viel höher, das sehen Sie, wenn Sie mit der Maus über das Eurozeichen neben einem Hier ist ein Tag und wir brauchen 8 Tage. Das war es auch schon zum Thema Termine. Eigentlich ganz einfach, oder? Ab jetzt lasse ich und falls Sie einmal weiter wissen, können Sie über das Los Angeles, würde ich sagen, steuern wir an. Hier haben wir 813, also wir haben das Doppelte an Prämie, wie viel Strafe pro Tag? Wir kommen 4 Tage später an, das macht 70.000 mal 4, 280.000. Also Pi mal Daumen, natürlich 4 Euro weniger, aber das ist ja egal. Oh fuck, die Zeit läuft weiter. Kann man das nicht irgendwie stoppen? Ah nein, dann lohnt sich das schon nicht mehr. Okay, dann nehmen wir doch hier mal ein paar andere nach Los Angeles. Das hier... Dann haben wir noch ein bisschen Platz auf jeden Fall. Das hier hat genug Zeit. Das hier hat genug Zeit. Und das hier hat genug Zeit. Oh, jetzt hat er einen rausgenommen, oder? So, je schneller wir sind, desto besser natürlich. Ablegen. Schnell, schnell, schnell. Ich habe nicht genug Sprit. Das habe ich verkackt jetzt. Oh nein, jetzt mache ich Verlust deswegen. Oh, ich habe nicht getankt im Hafen. Werden wir jetzt sehen hier. Ein Termin hat sich verspätet um 2 Tage. Oh nein. Zum Hafen. Wir müssen tanken, Freunde. Das können wir doch nicht vergessen. Ist das unser Hafen? Ja, unser Ding, ja, ist es. Ist natürlich ein bisschen teurer als global, aber ist egal. Dann gehen wir auf die Auftragliste und holen uns direkt neue Aufträge hier. Wie viel Strafe pro Tag? Das lohnt sich aber. Aufträge aufladen. Zack. Ablegen. Weltkarte hier. So. Dann gucken wir. Gab auch ordentlich Cash auf jeden Fall in der Tasche. Wir haben ein bisschen Strafen bekommen, aber das macht ja nichts. Hier sehen wir es. Roherlös, Prämien. Zack, volle Kanne. 2,5 Millionen, 300.000. Wir haben quasi fast schon die geforderte Menge tanken. Machen wir mal wieder voll hier. Zack. Auftragliste. Zack. Pendeln wir jetzt nur zwischen... Lohnt sich das? 70.000 pro Tag, 7 Tage. Oh, 490. Ne, lohnt sich nicht. Komm, nehmen wir Los Angeles. Machen wir mal einmal voll hier. Später geht es dann auch zu anderen Häfen natürlich. Zack, hier hin. Ich habe gehört, man kann auch irgendwie selber fahren, wenn man Bock drauf hat. Müssen wir gleich mal testen, wie das genau geht. Wieder voll tanken, das passt mit dem Preis immer. Auftragsliste. Nehmen wir mal hier einen anderen, ne? Was ist denn hier? Hyphax.
Sieht doch gut aus. Wie viel Strafe pro Tag? Wir kommen 10 Tage zu spät. Okay, Hyphax nehmen wir doch nicht. Wie viel Strafe pro Tag? Wir kommen 4 Tage zu spät. Zack. Ablegen. Ich fahre gerade gar nicht mit Höchstgeschwindigkeit, sehe ich die ganze Zeit. Wo ist mein Schiff? Aha, ich wollte nur auf mein Schiff. Trotzdem Strafen bekommen. Verschleiß. Oha, das war hart. Verschleiß ist natürlich so ein bisschen, ne? Oh, come on. Auftragsliste. Was haben wir denn hier so? Metro Havanna haben wir hier im Angebot. Honolulu, Houston. Los Angeles natürlich. Aufträge aufladen, bestätigen und ablegen nach Havanna, Freunde. Kann irgendwie... Schiffsbericht, Reedereiübersicht, Sabotage, das kann man alles erst später machen, natürlich. So, Cash kassiert. Was mache ich hier? Zum Hafen. Wir gucken gleich auch mal kurz hier unsere Ziele nochmal an. Mindestens 20 Aufträge. Wir haben bisher 11. Der Gegner hat, oh, richtig viele. Restzeit, oh fuck, wie sollen wir das schaffen? 9 Aufträge. Brauchen wir jetzt am besten. Schnell. Zack, zack. Zack, zack, zack. Wir liefern einmal komplett die Welt quasi. Gefühlt. Oh, come on. Ich will tanken. Auftragsübersicht. So, Ziel auswählen. Wo geht's zuerst hin? Wo haben wir denn überall Aufträge? New Orleans hatten wir was. Houston hatten wir auch was. Oder? Haben wir New Orleans was? Ja, haben wir. Houston und Georgia irgendwas. Habe ich die Aufträge jetzt nicht angenommen? Sehe ich das richtig? Ich Idiot. Ich Idiot, Freunde. Was mache ich da? Tanken. Voll. Dings hier, reparieren. Hallo, kann man noch nicht reparieren? Man kann nicht reparieren. Okay. Auftragsliste. Jetzt müssen wir viele nehmen. Den. Okay, New York und Georgia Ports. Aufträge aufladen. Zack. Dann rechnet er das automatisch, wo am nächsten ist. Das ist nett von denen. Haben wir irgendwas, was wir noch nach New York mitnehmen können? Weil wir müssen eh nach New York. Hier 300.000 und hier. Aufträge aufladen. Zack. Ablegen nach New York. Okay, Schiff wartet auf weitere Befehle. Zum Hafen erstmal kurz. Tanken. Mach voll die Kanüle. Wie viele Ziele brauchen wir noch? Mindestens 20, wir haben 18. 2 Stück nur noch, Freunde. Das schaffen wir doch. Hyphax liegt in Houston und New Orleans. Nehmen wir mit. Aufträge aufladen. Zack. Dann auf nach New Orleans. Dann haben wir das erste Ziel auch schon erreicht, wenn wir da ankommen. So, das erste Ziel erreicht. Zum Hafen kurz tanken. Weil ihr seht, das ist fast leer. Schiff reparieren kann man noch nicht. Auftragsliste. Wohin fahren wir? Nach Houston. Haben wir hier was für Houston? Nix für Houston. Oh, come on. Egal. Ziel auswählen. Houston. Ablegen. Okay, was haben wir noch für Aufträge?
mehr fristgerechte Aufträge als alle liefern. Okay, das wird schwer. Der hat 49 schon. 10 Millionen mehr als alle Gegner. Okay. Auftragsliste. Wir müssen uns was Teures hier suchen. Georgia Parts. New York nehmen wir auch noch mit. Zack, den nehmen wir noch mit. Aufträge aufladen. Dann ab nach Georgia Parts. Ja, ich hätte auch tanken sollen. In den Hafen, komm, zack, Hafen. 2,4 Millionen gab es hier. Wo ist mein Schiff? Hier. Einmal volltanken bitte, danke. Zack, Auftragsliste. Wohin fahren wir? New York. New York nehmen wir hier das noch mit. Aufträge aufladen, zack. Und danach geht es nach... Oh, die sind alle knapp bemessen schon von der Zeit her. Hyphax hat noch alles genug Zeit. Das kriegt am meisten Geld. Danach geht's nach Hyphax. Ablegen nach New York. Ah ja, ja, ich liebe ja so Wirtschaftssimulator. Hier, manuell anlegen. Okay, das machen wir doch mal, damit wir das noch gesehen haben. Wie macht man das? Wow, wow, nicht so schnell. Wohin muss ich denn? Das wäre jetzt eine interessante Frage. Ich glaube hier rechts. Ja, da rechts gleich, okay. Da leuchtet es auch schon. Okay, okay. Ich werde sowas von das Schiff beschädigen, ne? Ich sehe das schon. Mist. Come on. So, Ruder rumziehen. Come on. Karte, Karte, Karte. Vor, vor, vor. Come on, das muss doch zählen, bitte. Es zählt nicht. Vorsicht, Sie beschädigen Ihr Schiff und die Hafenanlage. Alles wackelt. Falsche Richtung. Ne, gar nicht. Oder? Doch. Wie lange brauche ich denn dafür? Komm mal nochmal voll raus. So, jetzt nochmal neu reinfahren. So, jetzt rechts rum.
Nicht zu viel. Gerade so. Jetzt gerade rein. Das muss doch jetzt zählen, oder? Noch ein bisschen rechts ausschlagen. Oh, endlich. 4 Minuten habe ich dafür gebraucht. Das gibt's doch nicht. Zum Hafen. Mehr Frist. Der hat 52. Wie sollen wir das schaffen? Geldlich sind wir gar nicht so kacke. Aber von den Hifax geht's. Zack. Aufträge aufladen. Zack. Können wir auch noch mit der Spritladung fahren? Weltkategorie. Habe ich nicht Schiff ablegen gedrückt? Wunderbar. Sie haben mit unseren neuen Rivalen ordentlich mitgehalten, was Aufträge und Prämien angeht. Und der Kaution für Patrick sind wir auch einen Schritt näher. Haltet durch, Brüderchen. 5 Millionen, oder? Sie haben die Bronzemedaille. Immerhin Bronzemedaille gewonnen. Ich würde sagen, wenn es euch jetzt gefallen hat, lasst mal einen Daumen nach oben da. Wir kommen jetzt auch direkt zum Gewinnspiel. Nämlich, schreibt doch mal, welcher Hafen euer Lieblingshafen in der Welt ist. Einfach in die Kommentare, um einen Key zu gewinnen. Am Release Day ich würde sagen, um 20 Uhr wird aufgelöst, wer den Key gewonnen hat. Ich schicke den dann auch direkt raus. Der liegt hier vor mir. Der Release Day wird in der Beschreibung stehen. Wann das genau ist, damit ihr genau wisst, wann Ende des Gewinnspiels ist. Von daher, wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin, haut rein. Ciao!